kannst es auch gerne schon zu diesem gemauerten Stein da verwursteln. Ach so, ja, jetzt will ich, was du mir in diesem Kreis bewegst, hä? Ja, hier vier. Das ist der gleiche Stein, den ich hier bei deiner Terrasse benutzt habe. So, ich habe jetzt dann auch noch zwei Eisenspitzhacken dabei. Gut. Da haben wir noch Stöcker. Die packen wir da rein. Beziehungsweise, warte. Da vorne habe ich irgendwo noch eine Feder, habe ich gesehen. Und ein Feuerstein. Gibt noch mal. Ich muss gerade noch mal kurz hoch. Zack, zack, zack. Gibt noch mal vier Pfeile. Jawohl. Ist jetzt schon runtergelaufen? Ich bin schon runtergelaufen. Oh, Warte fehlen noch auf mich, ich Stufen. verlaufe mich doch sonst. Da ist noch Kohle. Ich habe gesehen. Okay, warte, wir müssen da die Lava kurz eindämmen. Die Hälfte der Kohle kaputt gegangen, Danny. Es geht kaputt dadurch. Ja, es verbrennt. Oh Mann. Deswegen meinte ich ja, wir müssen da kurz die Lava eindämmen. Ja, da noch einen, dann müsste es. Mal gucken, ist sie weg. Zwei konnte ich Sache. retten. Wieder schon wieder dunkel. Bei uns ist gleich du. Da ist noch Eisen. Oh mein goodness. Wo ging es lang in die Schlucht? Da lang? Das ist eine gute Frage. War schon ewig nicht mehr hier unten. Hier sieht's löchrig aus. Ich gehe mal hier hin. Ich glaube, das kommt mir bekannt vor. Doch, ist noch Eisen. Oh mein Gott, ich habe Eisen übersehen. Oh my goodness. Umsonst hochgebaut. Hier ist Kohle. Hier geht's noch nach unten. Darf ich, glaube ich, noch nicht. Wir müssen uns an den Rückweg. Ups, jetzt habe ich dich, glaube ich, gerade gehauen. Ja, nö, alles gut. Fackeln hätten wir mitnehmen sollen. Ich habe Fackeln dabei. Ah, super. 47 Stück. Warte, ich gebe dir mal die Hälfte des Oh, die Stacks. zwei Kohle. Aber wir hätten vielleicht noch ein bisschen normales Holz mitnehmen sollen. Achtung, Fackeln. Ja, toll. Absicht. Drüben ist auch noch Kohle an der Decke. Da geht es auch noch irgendwie oberirdisch weiter. Sieht zumindest von hier oben so aus. Ich baue uns mal eine Treppe nach oben. Stein auf Stein. Ah, jetzt können wir ja. Julian, wie stehst du zu dem Thema Markenprodukte? Ja, also früher hat man schon darauf geachtet, dass ein bisschen Markenklamotten, dass man ein bisschen Markenklamotten hat. Aber mittlerweile kaufe ich mir nur noch Sachen, die mir eben gefallen, weil sie gut aussehen. Okay. Das ist egal, was da jetzt für eine Marke drauf ist. Also Und was war früher so der Grund, warum er das gemacht hat? ja, ganz klar cool sein Okay. und
und halt auf dem neuesten Stand und trendy und so. Also schon ein bisschen das Umfeld, das einen da beeinflusst hat. Wenn man da eben cool rüberkommen wollte oder so. Ja. So. Wir haben uns doch noch eine zweite Meinung eingeholt, auch wenn wir fast nicht mehr dran geglaubt haben. Also eine andere Meinung als die unsere. Warum lässt du die ganze Kohle dort liegen, Dani? Weil das kann. Genau. Ich höre einen Ist dein Geld Zombie. nicht überlegen? Nee, eigentlich nicht. Ah, da unten, ich glaube, da hinten könnte wieder so ein Spawner oder sowas sein. Auf jeden Fall ist hier ein dunkler Gang. Hallo, hallo Herr Zombie. Ich weiß nicht, wo Danny sich rumtreibt. Aber die Fackeln lang führen. Ich habe hier gerade einen Seitengang entdeckt, da ist auf jeden Fall noch Kohle. Und hier sind Pilze. Pilze. Was ist da hinten? Da ist Eisen. Oh, und hier ist eine Schlucht. Yeah. Ich glaube, ich Ist bin. auch noch Eis. Und da ist noch mehr Eisen. Okay, jetzt laufe ich doch nochmal zurück, damit ich auch wirklich alles auf dem Weg hierher abgegrast habe an Rohstoffen. Jetzt nehmen wir mal die Diamantspitzhacke, es geht schneller. Wir brauchen definitiv noch viel mehr Diamanten. Aber da hinten gehen die Fackeln auch nicht weiter. Bist denn du lang? Bist du oben lang? Achso. Achso. Oh mein Gott, ich habe Eisen gefunden. Ach nee, Yippie muss ich ja rufen, ne? Ich lach, wenn der Danny gleich von oben angegraben kommt und mir gerade die gleiche Erzader abbaut. Das kannst du haben. Zack, zack, zack. Geh weg, geh weg, geh weg. Warum habe ich kein Schwert? Du hast mir. Ich habe mein Schwert. Wo ist. Hast du mir nicht ein Schwert gebaut? Ja, ich baue mir auch gerade alles mit Fleisch ab. Ja, ich musste gerade mich mit der Spitzhacke dem Zombie zur Wehr setzen. Ich wunderte mich, warum ich kein Schwert dabei habe. Ja, aber hier ist wieder ein interessantes Fleckchen. Habe schon einiges an Kohle und Eisen gefunden. Meistens habe ich mich immer gefreut, wenn die Geologen Granit gefunden haben. Hier bei Siedler 2. Achso. Deswegen dieses Yippie. Ja, Stein war eine Mangelressource bei mir. Ich meinen Gegnern generell mit Armeen von Katapulten auf die Pelle gerückt. Naja, erst den Wachturm leer geschossen, dann, wenn nur noch einer drinne war, dann habe ich angegriffen. Ganz einfach. Ja. Aber die Strategie funktioniert halt nur, wenn du genug Steine parat hast. Lukis. Bist du schon an der Schlucht? Nö. Also ich bin schon bis zur Schlucht durchgedrungen, beziehungsweise hier waren natürliche. Ich bin dann unten, wo du die Kohle hast liegen lassen, bin ich weitergelaufen. So, ja, ich bin weiter oben lang gegangen.
Da war es dann gar, wo ich noch nie war. War noch alles dunkel. Ja, hier war auch noch alles dunkel und dann bin ich irgendwann auf die Schlucht gestoßen. So. Etwas oberhalb. Jetzt mache ich noch erstmal die ganzen Rohstoffe hier in dem Gang weg. Du musst dann einfach nur dem sehr natürlich aussehenden Fels folgen. Steffi, erzähl uns doch mal was. Du warst letzte Folge nicht dabei. Erzählen? Ja, irgendwas? Wie hast du uns Chaoten kennengelernt? Ist halt einfach so aus dem Himmel fallen dann Worte da. Das gehört, wir sind Götter, Dani. Sind Götter? Ja, wir sind aus dem Himmel gefallen. Oh. Das tat ganz Hätte schön ich weh. ja gerne. Ja, da gab es doch diese tolle Kuhmanne, Also, ja, wo wir ja. alle waren. Ja. Wo jetzt von uns keiner mehr ist, oder? Ist da noch jemand von uns? Ich glaube, ich bin über dem Monster-Spawner rausgekommen. Sie belauern mich. Ja, es war relativ lustig. Ich glaube, ganz am Anfang habe ich mit Danny, genau, sind wir immer Ja, Chat genau, ich bin da geflogen. gestorben. Wegen Monster Spawner. Nee, und Danny ist ganz am Anfang, hat er mir Chats organisiert. Brauchte ich einen Chat? Der Black Daniels hat ihn organisiert. Genau. Ich musste mal alles alleine machen. Ja, und irgendwann war dann der André noch mit dabei. Der sich dann aufgeregt hat, warum mein Mechaniker an Orte liefert, wo seiner sagt, nee, da kommt er nicht hin. Ja, der Mechaniker. Ja, das war noch toll, als du angefahren kam und du den K.O. schlagen konntest. Das Ja, wäre okay, jetzt natürlich stellen nicht einfach bloß ins gemacht. Kommen hin. Hm? Jetzt stellen sie einfach bloß ins Kommen hin. Ja. Aber es gab auch fragwürdige Momente, wo du den Mechaniker verflucht hast, nämlich wenn er 15 Kilometer um die Map gefahren ist. Ja, wenn er auf der Autobahn gespawnt ist und dann einfach unter die Immer im Kante. Kreis gefahren ist. Du verzweifelt hinter ihm hergerannt bist, in der Hoffnung, dass er irgendwann mal stehen bleibt. Der kommt das Klett jetzt her. Verdammt. Boah, wie erschrocken. Mann. Ja, doch, da ist eine eingemauerte Lava. Da waren wir definitiv schon mal. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier runterkomme. So, zack. Ach, wenn ich hier jeweils wieder rausfinde, unten stehen zwei Creeper. Und da ist Eisen in der Wand. Ups. Plumps. Okay, hier hat sich jemand runtergebaut oder auch hoch. Ich glaube, ich kann es auch Richtung Schlucht. Irgendwie passiert hier nichts mehr, wo ich bin. Ach, da geht's noch weiter. Ah, Creeper, geh weg. Nein! Au. Ich hab Ah. ihn gehört, ich muss also in deiner Nähe sein. Er hat mir geholfen, hier den Weg frei zu sprengen. Ist aber nett von ihm. War nicht nötig gewesen. Oh, Oh, hier da steht auch ist noch einer. der Schlucht. Da hat's geknallt. Ja, ich wollte Das mich ist nur. Slimy. Mach ihn tot, mach ihn tot, mach ihn tot. Ich konnte nicht rüber, das ist auf einer Seite der Schlucht. Schade. Warte, Ich bin warte auf irgendwo. mich, ich hab einen Bogen. Wenn du hier irgendwo oben eine Fackel siehst, da bin ich. Da hängen auch nicht gerade wenig Fackeln in der Au, Schlucht. da schießt eine.
Aber ich habe, der Creeper hat mir einen Kohleflöz freigesprengt. Finde ich nett von ihm. Ich meine, ziemlich weit oben, wenn du hochguckst bei der Flucht. Da muss irgendwo eine Fackel hängen. Da also. In der Nähe bin ich. Bau dich doch einfach rüber. Ist doch Stone, oder? Also ja, Cobblestone. Huch. Hör auf mal viel zu schießen. Ich bin gerade im Inventar. Das wird gefährlich, wenn ich da drüber klettere an das Skelett und schießt auf mich. Aber nichts zum Zurückschießen. Werf Steine rüber. Soll ich Anlauf nehmen? Vielleicht komme ich hier rüber. Würde ich nicht probieren. Nee. Ich muss mal gucken, ich habe mich, glaube ich, gerade. Ah, doch, da, genau, hier. Ah, cool, dann ist der Aufgang direkt. Was ist relativ weit oben? Hier hängen ein paar Fackeln relativ weit oben. Ich sehe auch deinen Namen nicht. Da ist ein Zombie und ein Skeleton. Treffer, 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 tot. Da unten flog eine brennende Fledermaus. Oh, noch zweiter. Da bin ich gerade eben, glaube ich, schon mal hochgeladen. Ich bin jetzt. Ich sehe dich! Siehst du mich? Ja. Ich kämpfe hier gerade mit ganz vielen Viechern. Da brennt wieder eine Fledermaus. Boah, Ende ist auch noch hier. Ja, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen in die Lava renne. Da ist doch mein Hundi gestorben. Hast du mich gehört? Hab ich gehört, hab ich gehört. Hier ist Gold. Ich habe immer noch kein Schwert, das ist los. Scheiße, ich kann gerade den Piepton nicht ausmachen. Piep, 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 bumm. Ich sehe nichts auch. Hast du noch ein Schwert? Ja, ich habe 3 Schwerter. Boah, ich habe alle Monster besiegt, die hier sind. Stimmt doch gar nicht, hier unten rennen noch welche. Und noch 3 Herzen. Das Eisen an der Wand? Ich schmeiß ein Schwert runter. Ach, da vorne stehst du. Ne, da vorne besser nicht, da sind ein Haufen Zombies. Und unter dir ist direkt ein Creeper. Ja, den sehe ich schon, der ist auf der anderen Seite der Schlucht. Kannst du nicht irgendwie weiter hier hinterlaufen? Ich versuch's. Achtung, über dir Spinne! Über mir? Ja, die versteckt sich gerade wieder. Okay. Ich muss nochmal nach hinten gucken, gelegentlich. Nicht, dass plötzlich hier unten Monster sind. Achtung, unter dir, Creeper. Die Spinne ist jetzt hinter dir, mehr oder weniger, aber ich glaube, die kommt da nicht weiter. Ich höre die ganze Zeit nur Knurren hier. Alles dunkel. Kommt es näher? Ja, du, ich versuche mal den Treffer. Der schießt auf mich. Meinst du, es reicht, wenn ich den jetzt runterwerfe? Danke, warte, Achtung, Spinne hinter dir. Hinter mir ist keine. Ach nee, die stehen unter dir. Da, dort hoch. Ist runtergefallen und gestorben. Gut, jetzt kann ich das Schwert runterschmeißen. Ja, da steht zwar noch ein Zombie rum, aber. Zack. Hui. Yay. Bitteschön. Dankeschön. Boah, hier ist ganz viel Erz. Ja, also die Schlucht ist mal F3. Wir sind aber noch nicht. Wir müssen noch weiter runter für Diamantlevel. Mhm. Also baue ich alles auf, was hier ist. Es ist überall Eisen. Egal wohin man guckt. Ja, alles mitnehmen. Können wir alles gebrauchen. Ah, geh weg, das Skelett. Ich gehe mal weiter ein Stückchen nach hinten. Aber jetzt baue ich hier erstmal. Den Durchgang breiter. Ja, komm, lauf in die Lava rein. Lauf in die Lava rein. Haha. Idiot.